Ich bin richtig am Arsch, Leute. Und da sagt sie eigentlich, was sie wirklich denkt und zwar, dass sie am Arsch ist, dass sie es weiß. Sie weiß eigentlich, das stimmt. Er hat eine Affäre. Du mit ihr? Ja. Echt jetzt? Ja. Wenn Vivian meine Freundin wäre, würde ich sagen, Junge, ciao. Aber richtig pronto. Hallo Freundin des guten Geschmacks, ich bin Silvi und heute kommt eine neue Analysefolge von Temptation. Dieses Video hier kommt jetzt auch samstags anstatt freitags, weil ich einfach die ganze Woche unter PMS gelitten habe. Ich wurde heute erlöst. Alle Menschen, die menstruieren und PMS schon mal erlebt haben, wissen, wovon ich spreche. Es war ein Höllenritt. Und im letzten Video hatte ich auch schon PMS. Ich habe das jetzt fast 9 Tage gehabt. Also, it was a lot for my system. Deswegen entschuldigt bitte, dass es erst heute online geht. Aber ich will es gut machen. Und glaubt mir, gestern hätte ich einfach das ganze Video lang durchgeweint. Falls ihr die ganze Folge nochmal nachschauen wollt, könnt ihr das natürlich gerne auf RTL Plus tun. Ich habe noch eine kleine Überraschung für euch die nächsten Tage. Also schaltet gerne die Glocke an. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt rein. Und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr den Algorithmus wieder füttert. Der Streichel-Fütter-Algorithmus zu hier. Ich kann euch auf alle Fälle sagen, es wird heute wieder wild. Das letzte Mal hat es nämlich da geendet, wo ich eigentlich dachte, dass wir mehr Informationen bekommen. Und zwar gibt es das Lagerfeuer. Und das Lagerfeuer bei Temptation Island ist immer dann am Start, wenn die PartnerInnen quasi gezeigt bekommen, was die PartnerInnen in der anderen Villa machen. Oder eben auch nicht. In der letzten Sequenz hat man nämlich gesehen, dass Vivian gezeigt bekommt, dass eine Affäre von Mo, also eine Ex-Affäre von Mo, in dieser Villa ist. Das ist eine Verführerin, die einfach meinen Freund kennt. Als ob, ich schwöre. Ob das immer noch so eine Ex-Affäre ist oder nicht, das wissen wir noch nicht so genau. Wir gucken jetzt einfach mal rein, wie Vivian reagiert. Krass. Ja, was soll ich sagen? Also, das Schlimmste, was hätte passieren können, ist passiert. Es ist schon ein komisches Gefühl, einfach zu wissen, dass jetzt eine Verführerin da ist, die mein Freund kennt, beziehungsweise die mal miteinander was hatten, wenn ich das so sagen darf. Ja, es geht gar nicht. So. Bis jetzt weiß Vivian ja nur, dass die Ex-Affäre eingezogen ist. Sie weiß den Rest aber noch nicht. Das wird sie aber, Spoiler, später noch erfahren. Wir kommen jetzt zum Lagerfeuer der Männer und zu Josh, der Freund von Nasrin. Josh, du hast ja auch sehr viel Spaß, vor allem mit den Verführerinnen in der Villa. Josh ist auch genau derjenige, der eben der einen Verführerin an den Po gefasst hat. Es ist schön zu sehen, dass du dich so auf das Experiment einlässt. Ja, ich gehe auf jeden Fall bei Temptation an meine Grenzen. Er geht an seine Grenzen, Leute. Richtige Grenzerfahrung für dich, auf alle Fälle. Soweit ich das einschätzen kann, ist das alles cool. Und Nasrin freut sich für mich. Sie möchte, dass ich Spaß habe. Was glaubst du denn, wie es ihr geht? Ich glaube, die wilde Maus macht ein bisschen Party. Sie hat es mehr als verdient. Ich weiß nicht, welche Frau sich darüber freuen würde, dass ihr Freund übergriffig gegenüber anderen Frauen ist. Besides everything else. Ich habe übrigens jetzt auch in den Kommentaren gelesen, dass vermutet wird, dass die beiden gar nicht zusammen waren, als die eingezogen sind, sondern schon getrennt. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die beiden ja auch bei der Show waren von Jelis, Make Love, Fake Love letztes Jahr, wo er mit Jelis irgendwie auch rumgemacht hat und das in Ordnung war. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber ich wollte es jetzt einfach mal hier platzieren, falls im Nachhinein noch was rauskommt. Nasrin und Josh verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie das so klappt. So, sie ist emotional, outgoing, open und so. Und er ist halt ein emotionaler Stein. Ne? Ja, die Verführer werden natürlich provokante Sachen sagen, weil zumindest haben wir nicht gesehen, dass sie darüber geredet haben oder dass Nasrin gesagt hat, dass er ein Stein ist. I don't know. Vielleicht haben wir es aber auch noch nicht gezeigt bekommen. Ich habe das Gefühl, Nasrin gibt mir relativ coole Signale. Sehr viel Augenkontakt, sehr viel bist du Bruder. Witze, so auch Anspielungen und sowas, wo man dann halt eben schon Gedanken bekommen könnte. Nein, ich sag nein. Dann gab es auch mal eine kleine Situation, wo sich vielleicht ein bisschen die Hände berührt haben. Bruder, wir wissen alle, was das für einen in Real Life ist, Digga. Red nicht so über meine Freundin. Ja, das Frauenbild ist da bei den meisten Männern, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ziemlich veraltet. In Schubladen denkend und am Ende des Tages auch total frauenverachtend. Nein, habe ich noch nicht gehört.
Dementsprechend geht's jetzt weiter aufs Jahr zu. Ja, zum Glück kenne ich meine Beziehung besser als diese Dudes, die ich nicht mal kenne. Ich finde, das ist eine gute Einstellung von Josh, aber ich halte halt nichts von Josh. Ich wünsche ihr viel Spaß. Ich bin sehr, sehr glücklich, sie glücklich zu sehen. Du sagst, du bist glücklich, wenn sie glücklich ist, aber du wirkst gerade nicht glücklich. Ich bin sauer auf diese Jungs, auf die Worte, die sie gewählt haben. Wir wissen alle, was das für einen in Real Life ist, Digga. Boah, es fickt meinen Kopf schon ein bisschen. Also es macht schon was mit einem. Ich weiß, was das für eine ist im echten Leben. Was soll das heißen? Ja, das beleidigt. Dass sie die Beine breit macht, das ist doch unter der Gürtellinie, oder nicht? Und vor allem, selbst wenn Frauen Sex haben, Spoiler Alert, dürfen sie. It's none of your fucking business. Das erinnert mich halt wieder an dieses Madonna-Whore-Komplex-Ding. Also, dass man quasi Frauen einteilt in entweder total offen und zugänglich und so weiter und flirty und dann sind sie gleich die Hure. Oder sie sind halt ganz stereotypisch mütterlich, caring und so weiter. Dann sind sie die Madonna. Aber da entsteht auch ganz oft ein Konflikt bei Männern, die das eben in diesen Rollenbildern sehen. Weil natürlich können sie nicht vereinen, dass eine Frau auch ein Sexleben vor ihnen hatte oder sich ausgelebt hat oder vielleicht auch sexuell aktiv ist. Ne? Das passt da nicht zusammen mit diesem mütterlichen Bild, was sie dann von der Frau haben möchten. Ist nicht vereinbar. Zum Glück ist sie 31, die sind alle, keine Ahnung, 18. Also sie weiß, was sie will, sie ist eine echte Frau. Sie ist eine echte Frau, keine falsche. Ne? Also echte Frauen sind so, falsche Frauen so, wisst ihr Bescheid. So, und jetzt bekommt Nasrin im Gegenzug die Bilder von Josh gezeigt. Na dann, the stage is yours, Josh. Ich hab gar nichts gemacht. Das ist ja das Problem. Ich glaube schon, dass die Freundin, wenn sie die Bilder sieht, wie er mit den Mädels getanzt hat, schon sehr triggern. Ja, bei Triggern muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein mit der Bezeichnung. Ich weiß, das hat sich so etabliert in den Alltagssprachgebrauch. Eigentlich benutzt man Triggern nur im Kontext zu Trauma. Also, wenn ich jetzt eine traumatische Erfahrung gemacht habe und sage, das triggert mich, bedeutet das, dass ich in diesem Moment einfach gar nichts mehr machen kann, im Freeze-Modus bin oder im Fight-Modus oder halt in irgendeiner komplett retraumatisierenden Situation. So, aber es hat sich irgendwie so etabliert und im psychologischen Kontext nutzt man das eben genau dafür. Und eigentlich sollte dieser Begriff dafür auch aufgehoben werden. Im Endeffekt kommt Triggern aber von Auslösen. Deswegen bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt, weil es hat sich irgendwie schon so durchgesetzt. Aber to be honest, ist es mir trotzdem wichtig, das hier nochmal zu sagen, damit man es im Kopf hat und vielleicht was anderes dafür benutzt. Mir passiert das tatsächlich auch. Also ich bin da auch nicht befreit von dem Sprachgebrauch der Allgemeinheit. Man könnte zum Beispiel so Wörter verwenden wie, das wird sie aufwühlen. So einfach nur als Vorschlag. Vielleicht die Seite an ihm, kennt sie nicht so? Sie kennt diese Seite an ihm. Interessant. Ja, ich glaube, bei ihm ist das einfach nur so ein bisschen Frage der Zeit. Die Frage der Zeit, bis einer von den Girls ihn knacken wird. Ja, du. Deine Augen sind wunderschön, wirklich krass. Wirklich sehr, sehr schön. In einem anderen Universum würde ich mich vielleicht verlieben. Ja, aber wir sind leider in diesem Universum. Die Arme. Puh, alright. Krasse Bilder. Aber bis jetzt ist immer noch nichts passiert, was außerhalb unserer Grenzen ist. Bei mir wäre es ja schon außerhalb der Grenze, wenn mein Freund irgendeine andere Frau übergriffig behandelt würde und ihr in den Arsch greifen würde, aber... Was sind denn eure Grenzen? Unsere Grenzen sind natürlich nicht fremdgehen, kein Küssen, alles darüber hinaus, keine emotionale Bindung und natürlich auch nicht im Bett schlafen. Das sind die offiziellen Grenzen. Und die inoffiziellen? Du bist emotional aber gerade schon ziemlich berührt, ne? Ja, es trifft mich emotional schon. Es nervt mich, dass die Verführerinnen solche Aussagen treffen. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass sie Nasrin nicht gezeigt haben, dass die Verführerin sagt, die Freundin hat was so viel Besseres verdient. Das haben die ihr nicht gezeigt. Und ich hoffe einfach nur, dass er ihnen das Gegenteil beweist und ihre Träume nicht in Erfüllung gehen. Weil dann würde ihr auch klar werden,
dass die Intention ist, ihr das zu zeigen und nicht ihr den Freund wegzunehmen. Du bist bis jetzt von allen definitiv der ruhigste in der Villa. Woran liegt es? Ich möchte einfach nichts machen, was Laura verletzt oder was ihr irgendwie sauer aufstoßen könnte. Wow, das klingt ja geradezu vernünftig. Phil. Und ich weiß, was ihr nicht gefällt und deswegen lasse ich das einfach. Aber ihr seid ja hier, weil ihr euch auf das Experiment Temptation Island einlassen wollt. Wir haben eine schöne Zeit miteinander, wir genießen die Tage zusammen und genauso habe ich es mir vorgestellt. Also die Frage checke ich jetzt überhaupt nicht, weil die Frage ist ja dann so, also wenn ich mich auf Temptation Island einlasse, bedeutet das quasi, ich muss quasi mit anderen flirten, weil sonst lasse ich mich nicht drauf ein. I don't get it. Macht für mich keinen Sinn. Weil eigentlich sollen die ja den Test bestehen. Glaubst du, sie genießt das genauso sehr wie du? Das glaube ich nicht, ne. Ich weiß, dass Laura mich sehr vermissen wird. Ich weiß auch, dass sie sich bestimmt nicht gleich wohlgefühlt hat in der ganzen Villa mit den fremden Jungs. Laura ist ja eher der eifersüchtigere Part von euch beiden. Warum vertraut sie dir nicht? Weiß nicht. Ich bin ja ein gut aussehender Mann. Und wenn sich andere Frauen für mich interessieren, dann kann ich schon verstehen, dass eine Freundin das nicht gut findet. Er ist halt einfach gut aussehend. Das ist das Problem. Laura trifft auf jeden Fall ganz klare Aussagen zu eurer Beziehung. Mein Freund ist nicht so ganz empathiefähig. So. Also er ist eher so der Härtere. Hä, das klingt jetzt irgendwie nach einem plausibleren Grund. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Problem, dass ich so immer andere so an erster Stelle stelle. Also meiner Meinung nach ist es dann nicht der richtige Partner. Denn der richtige Partner würde merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Also ich glaube, wenn man andere immer, immer, immer über einen selber stellt, dann ist das auf lange Sicht gesehen nie gut für Beziehungen, weil man ja sich selber vergisst in dem Moment. Und dann ist man ja auch irgendwie nie so richtig man selbst, weil jeder Mensch hat ja Bedürfnisse. Und wenn man die immer unter den Teppich kehrt, um andere quasi über einen zu stellen, dann begibt man sich, glaube ich, in eine sehr krasse Abhängigkeit. Und kreiert die natürlich damit auch so ein bisschen, weil man keine Grenzen setzt. Und zum Thema Abhängigkeit möchte ich auch noch mal kurz was sagen. Emotionale Abhängigkeit ist ein Stück weit normal in allen Beziehungen. Es gibt aber eine emotionale Abhängigkeit, die einfach sehr unausgewogen ist und die auch, ja, zu extrem sein kann. Also dann auf alle Fälle nicht mehr gesund ist für die Beziehung. Das heißt, per se immer unabhängig zu sein, emotional voneinander, bedeutet ja, dass man überhaupt keine Gefühle für die andere Person hat. Weil natürlich wird es wehtun, wenn du eine andere Person liebst, wenn zum Beispiel eine Trennung kommt. Ne? Also das ist ja auch ein Stück weit, ist man dann emotional abhängig davon, weil es lässt einen ja nicht kalt. Das ist ganz normal. Wenn man immer andere über einen selbst stellt und seine eigenen Bedürfnisse dadurch natürlich irgendwann an irgendeiner Stelle unterdrücken muss, dann wird man natürlich irgendwann, glaube ich, frustriert. Und das Schlimme ist, dass man eben nicht auf Augenhöhe sich befindet. Also die eine Person, die kriegt ja alle Bedürfnisse dann erfüllt, während die andere dafür etwas unterdrücken muss. Und natürlich ist das für mich hier ganz klar, dass er sich komplett sicher fühlt, weil er weiß, sie würde niemals irgendwas machen, weil sie loyal as fuck ist. Nur was bei der Dynamik oftmals vorkommt, wenn eine Person die eigenen Bedürfnisse immer unterdrückt, damit ja keine Konflikte vorkommen, wie gesagt, ist man nicht mehr auf Augenhöhe. Ja, und dann wird natürlich auf der Seite, die die Bedürfnisse immer unterdrückt, eine Unsicherheit entstehen. Denn man merkt ja, dass man nicht mehr auf Augenhöhe ist irgendwann. Und ich glaube, das kann tatsächlich zu einem Problem werden. Wobei solche Beziehungen tatsächlich sehr stabil sind. Ich kann ja ein bisschen was aus meinem Psychologiestudium erteilen. Die stabilsten Beziehungen sind tatsächlich zwischen Menschen mit einem dependenten Persönlichkeitsstil und einem narzisstischen Persönlichkeitsstil. Weil die sich ja natürlich mega ergänzen. Die eine Person ordnet sich immer unter und macht sich komplett abhängig. Die andere Person möchte immer ihre Bedürfnisse durchsetzen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und sieht sich immer über der anderen Person. Und die andere möchte sich unterordnen. Das heißt nicht, dass das bei denen jetzt so ist, ne? Ich will nur sagen, dass solche Persönlichkeitsstile gerne mal zusammenfinden, weil sie in der Tat leider auch ganz gut zusammenpassen. Und das ein Muster ist, was natürlich klickt und das tatsächlich stabil ist. So viel nur dazu. Wir gucken mal weiter. Ja, das sind Themen, an denen arbeiten wir. Also die stellen das natürlich auch überspitzt, aber die halt einfach keine Ahnung haben, die Typen. Die labern da irgendwas so, die schnappen drei Sätze auf und dann denken die können das so komplett analysieren und wissen, wie uns ja, das ist so lächerlich. Laura sagt, dass sie sich aufopfert.
Willst du das überhaupt? Sie ist einfach eine liebevolle Person, die ihre Liebe auch gerne gibt. Von daher, also das ist alles super. Ich will mich jetzt darüber nicht beschweren. Ich weiß nicht, ob er ihr zugehört hat. Egal, wir gucken weiter. Glaubst du, du kannst ihr auf Dauer alles geben, was sie braucht? Ja, auf jeden Fall. Also, sie hat alles, was sie braucht. Unser Coach, ja. Hat er ihr gerade zugehört? Hat er gerade gehört, dass sie gesagt hat, dass sie findet, dass er sehr unempathisch ist und dass sie sich eigentlich wünscht, dass er einfühlsamer wäre? Hat er das gerade gehört oder kam es nicht an? Weil basically hat sie anscheinend nicht all das, was sie sich wünscht. Naja. Ihr seid die Besten, ja. Kommen wir jetzt nun wieder zu Vivian. Die bekommt nämlich jetzt noch die restlichen Aufnahmen von Mo zu sehen. Wie lange nicht gesehen? Ehrlich oder Lügen? Ehrlich? Ehrlich, Dezember oder so. Ein Kodex, ne? Hi. Sonne? Ob ich das jetzt aussprechen soll oder nicht, ich weiß es nicht. Also Kodex ist wahrscheinlich ein Club. Also mein Problem ist es ja dann nicht, aber... Dezember. Aber nein. Du weißt es ganz genau. Ganz genau. Ganz genau. Ja. Im Kodex ja, aber danach auch noch. Persönlich. Zu zweit. Also Vivian checkt jetzt hoffentlich, dass die sich höchstwahrscheinlich getroffen haben. Wir? Ja. Okay. Während der Beziehung. Nach seiner Knieverletzung. Aber cool, dass wir uns wiedersehen. Ja, finde ich auch. Also, dass sie sich jetzt irgendwie getroffen haben oder hinter meinem Rücken oder sich, ja, das glaube ich einfach nicht. Krass, ne? Die glaubt immer noch so daran, dass das nicht stimmt. Aber ja, ich glaube auch, dass das so ein bisschen ihr Schutzmechanismus ist. Wenn das stimmt oder wenn das stimmen sollte, was ein bisschen so aussieht, weil er ja nichts dagegen sagt, dann, ja, glaube ich, ist ja ihre Konsequenz, die sie zumindest vorher angekündigt hat, dass die Beziehung zu Ende ist. Und ich glaube, das würde sie nicht wollen. Vivian. Ja. Gott, ey, ihr Blick, ne? Die hat so Angst. Es gibt noch weitere Bilder. Oh Gott. Auch so, wenn man sich vorstellt, die sitzt da jetzt und weiß, das wird ausgestrahlt. Das sehen so viele Menschen da draußen. Ciao. Ich bin richtig am Arsch, Leute. Und da sagt sie eigentlich, was sie wirklich denkt, und zwar, dass sie am Arsch ist, dass sie es weiß. Sie weiß eigentlich, das stimmt. Also so, denk ich mal. Ja, eine Affäre. Du mit ihr? Ja. Echt jetzt? Ja. Okay, krass. Wir wollten damals halt okay. So Richtung Beziehung. Aber das hat halt scheiß auf. Direkt so. Ja, das wusste Vivian anscheinend nicht, so wie sie guckt. Vor 2-3 Jahren sind wir fast zusammengekommen, aber es hat irgendwie nicht so funktioniert, wie wir es wollten. Und er hatte jetzt die Freundin. Die richtige Person zum falschen Zeitpunkt. Ja. Wie schätzt denn uns, also was sagst du so? Ob die Versuchung widerstehen, fangen wir bei mir an. Also bei dir würde ich sagen, Frage. Kann, aber muss nicht. Du kannst mich halt. Ja. Ja, voll heftig. So, meine gute Seite, schlechte Seite. Ich diese auch. Ich weiß. Lustig. Wieso lacht sie denn die ganze Zeit? Was ist daran denn so lustig, Alter? Ja, sie denkt auf alle Fälle überhaupt nicht an die Freundin, ne? Also, da sind andere Prioritäten gesetzt. Ja, ich bin schockiert. Ja, wäre ich auch. Also, ehrlich gesagt, wusste ich nicht, dass die beiden fast eine Beziehung geführt haben. Aber ich finde das so krass, weil am Anfang hieß es irgendwie auch mal, dass sie sich 2 Wochen getroffen haben. Das ist ja auch nicht so lang, außer sie haben sich jetzt jeden Tag gesehen oder so. Kann ich natürlich nicht beurteilen, in was für einem Tempo die da sich kennengelernt haben. Ich wusste, dass es so eine kleine Affäre war, aber für mich ist eine kleine Affäre, weiß ich nicht. Ich treffe mich mit einer Person vielleicht 2, 3, 4 Mal, hab dann was mit der und das war's. Anscheinend tun sie sich ja schon ganz schön gut kennen. Ich finde auch krass, wie offen er ihr gegenüber ist. True that. Und dass er halt auch irgendwie nicht so, oh,
Boah, ich kann das, ich muss auch was anfangen zu heulen. Ich kann das gar nicht beschreiben. Mir tut das so leid, weil wie willst du dich in so einer Beziehung sicher fühlen? Wie? Da kannst du ja nur unsicher werden. Vivi, hey, die sprechen nur. Süß, dass sie sich jetzt so gegenseitig beruhigen, ne? Vielleicht interpretiert sie das auch nur so, dass sie fast zusammen... Und er hat ja jetzt nur nicht so gegen gesprochen. Ja, aber er spricht ja nicht dagegen. Ja. Das ist korrekt. Da muss ich Vivian recht geben. Aber das hat noch nichts zu heißen. Klär das doch danach auf. Ja. Aber da frag ich mich doch, jemand an der eigenen Seite zu haben, der keine klaren Grenzen zieht und nicht klar sagt, nein, wenn es nicht stimmt, weil man weiß doch, dass das dann die Partnerin sieht. Also weiß ich nicht, ob ich einer Freundin raten würde, so jemand an der Seite zu haben. Ich würde, wenn Vivian meine Freundin wäre, würde ich sagen, Junge, ciao. Aber richtig pronto. Der Mo, Alter, der kann gar nicht mehr positiv denken, Alter. Du bist schon wie so eine Frau, die guckt die ganze Zeit, was ist negativ, was ist gar nichts negativ. Ach ja, der Mo, der kann gar nicht mehr positiv denken, der ist schon fast wie eine Frau. Ich finde es total bezeichnend für das Frauenbild von ihm, dass er einen Verführer beleidigt, indem er den Vergleich mit einer Frau heranzieht. Also er wertet ihn ab, indem er ihn mit einer Frau vergleicht. Merkst du selber, oder? Wie geht's euch? Ja. Jetzt finde ich es wieder ganz spannend, den Vergleich. Die Frauen kommen zurück in ihre Villa. Er hat sich halt schon darauf eingelassen, überhaupt mit ihr zu reden. Und das enttäuscht mich dann halt voll. Und reden dann auch mit den Verführern über das, was passiert ist. Übrigens bekommen beim Lagerfeuer auch nicht alle Bilder gezeigt. Und man weiß aber mittlerweile auch, wenn Leute keine Bilder gezeigt bekommen, ist das in der Regel erstmal ein gutes Zeichen. Wie gesagt, wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, könnt ihr das bei RTL Plus. Und jetzt zum Vergleich, wie die Männer in ihrer Villa begrüßt werden. Hallo! Es ist so schön, wieder bei euch zu sein. Oh, ey, geil, Alter, das ist ja mal nice. Wir haben es überlebt. Jetzt, wo wir wieder bei unseren Frauen sind, gell, geht's jetzt wieder gut. Gell? Ich glaube nicht, dass ihr bei euren Frauen seid. Aber okay, Josh, einfach die wandelnde Red Flag. Mir rattert es natürlich schon ein bisschen. Also im Prinzip wird es halt so dargestellt, die Frauen brauchen jetzt den emotionalen Support von den Verführern. Die reden dann kurz. Und die Männer, ja, die freuen sich dann erstmal, wenn sie wieder zu ihren Verführerinnen kommen, die halbnackt mit Alkohol auf sie warten. Leute, ich muss schlafen gehen. Ja. Ich bin fix und fertig. Ja. Dann, ich finde es aber auf alle Fälle schön, dass in der Frauenvilla unter den Frauen auch so ein Zusammenhalt herrscht. So eine Solidarität spüre ich da. Aber klar, die durchleben ja jetzt auch alle das Gleiche. Bei den Männern sah es dann ein bisschen anders aus. Ja, die Stimmung ist schon schön, ne? My girl just wind up your body, the bubbling heart. Get more wine, tears up your chest. Ja, Josh ist natürlich schon wieder am Körperkontakt haben mit Verführerin. Da wird Händchen gehalten. Ist interesting, weil er ja anscheinend glaubt, Nasrin wäre damit fein. Also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr close schon. Ja, das waren die ja schon nach einem Tag. Ne? Nach einem Tag haben die schon die closesten Gespräche geführt, Leute. Fühlst du dich wohl? Ich fühle mich pudelwohl, wirklich. Mir geht's blendend. Der Vibe ist da. Der Vibe ist da, Leute. So, 2 Wochen einfach nur reflektieren, abschalten und echte Connections mit Menschen aufbauen. Mhm. Sie denkt auch so, genau, echte Connections am Arsch. Es darf genauso weitergehen, genauso. Ich habe ein bisschen Gänsehaut, keine gute Leute. Ich finde, wenn die wirklich eine Beziehung haben sollten und Josh sich so verhält, eklig. Generell, selbst wenn die keine Beziehung haben sollten und das fake sein sollte zwischen Nasrin und Josh, finde ich auch trotzdem Josh übergriffig as fuck. Ja, ich finde, sein Verhalten spricht Bände über sein Frauenbild. Ja, Mo und Sandra haben wir jetzt schon in der letzten Folge gesehen, dass die sich ganz gut verstehen. Ob damit jemand gerechnet hätte? Ja, mit Sandra ist halt, ne, ich verstehe mich wirklich blind mittlerweile. Die verstehen sich schon blind nach 3 Tagen. Man dachte ja eher so, die Ex-Affäre wird da jetzt irgendwie den rausreißen, aber naja, vielleicht kommt es ja doch anders. Es freut mich, dass ich so jemanden habe wie die Sandra an meiner Seite hier. Ich versuche einfach jetzt stark zu bleiben und nach vorne zu schauen. So, Leute, der nächste Tag bricht nun an.
Habt ihr noch mal so dran gedacht, was gestern war? Oder nicht so ausgeblendet bisschen? Ja, schon ausgeblendet. Nur halt so dieses Komplimente geben, denke ich mir so. Warum? Why? Der Typ hat einer anderen Frau an den Hintern gefasst. Auch dieser eine Satz. In einem anderen Universum würde ich mich vielleicht verlieben, so in dich. Ich kann es nicht so einordnen. Ich kann es sehr gut einordnen. Schieß ihn ab. Klar waren die alle dicht und wahrscheinlich hat sie ihn auch so ein bisschen angemacht und er hat halt seine Komplimente verteilt, okay. Und hier kommen natürlich wieder so internalisiert misogyne Strukturen zum Vorschein. Du bist tausendmal krasser, für den man Spiegel schaut. Ehrlich. Frauen stellen sich oft in Konkurrenz miteinander, vor allem was den Körper betrifft, weil sie oft auf den Körper reduziert werden und eben wissen, dass sie auch so bewertet werden. Und deswegen wird auch oft dazu tendiert, die andere Frau abzuwerten, damit sich die Freundin oder diejenige, die man aufmuntern will, besser fühlt. Im Endeffekt ist aber die einzige Person, die Verantwortung für diese Situation trägt, ihr Freund, Josh. Wir sind da, wir sind stark, wir sind stramm, wir geben Gas. Dieser Vergleich zu Männervilla ist wirklich immer bahnbrechend für mich. Unfucking believable. Es ist schon so, dass Laura mir vielleicht nicht zu 100% vertraut. Phil redet jetzt auch mit Sandra am Pool über Laura, über ihre fast perfekte Beziehung. Okay. Es kann kommen, wer will, so der bestaussehendste Mann der Welt. Ich wüsste, sie würde immer mich haben wollen. Aber ja, das wüsste er. Und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Er wüsste das, weil sie quasi immer krass ihre Loyalität ihm gegenüber zeigt. Ich glaube, dass sie niemals auch nur eine Sekunde etwas tun würde, wo sie wissen würde, das würde ihn verunsichern. Und natürlich, wenn sie ihre eigenen Bedürfnisse immer unten anstellt, wie gesagt, ist man nicht mal auf Augenhöhe. Und natürlich kreiert man damit eben diese Abhängigkeit, die dann in eine gewisse Richtung geht, die vielleicht für die eigene Unsicherheit sorgt, weil man natürlich überhaupt nicht mehr wirklich selbstbestimmt ist. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn jemand eben nicht empathisch mit mir umgeht, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich unterordnen muss und meine Gefühle nicht zeigen darf. Also es ist jetzt nur eine Vermutung, weiß nicht, ob das so ist, ne? Möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Aber wenn ich immer quasi merke, ach krass, wenn ich jetzt traurig bin und mich mal öffne und so mich zeige, wie ich wirklich fühle, denke, was da oben oder hier drin vorgeht in mir, dass ich mich zum Beispiel nicht gesehen fühle und das mir dann bestätigt wird, indem jemand nicht empathisch mit mir umgeht, sondern ja, einen auf harten Typen macht, dann ist es natürlich wie so eine self-fulfilling prophecy. Man hat Angst, dann sich selber zu zeigen. Wenn man sich dann aber zeigt und seine Bedürfnisse mal kommuniziert und das überwindet, quasi dieses People-Pleasing mal wegwirft und abschafft und sagt, okay, ich sag jetzt mal, was ich wirklich brauche. Und dann kommt wieder nichts bei rum. Dann geht man in die Position, wo man weiß, so hält die Beziehung. So, und Sandra hat da jetzt noch eine Theorie. Ich glaube, ich kann dir anscheinend nicht das gleiche Gefühl geben. Meistens ist es so, dass man das eigene Problem auf seinen Partner projiziert. Ich finde, so einfach kann man das nicht sagen, weil ich finde, es ist immer eine Dynamik zwischen zwei Personen. Also, wenn Laura eine Person hätte, ein Gegenüber, der vielleicht auf sie eingehen würde, vielleicht wäre sie irritiert, weil sie es nicht kennt, weiß ich nicht. Oder aber sie würde sich mehr trauen, zu ihren Bedürfnissen zu stehen, selbstbewusster werden und vielleicht dann sich auch mal trauen, mehr Grenzen zu setzen. Und sie hätte das Gefühl, sicherer zu sein in dem Kommunizieren von ihren eigenen Bedürfnissen. Dadurch steigert sich natürlich auch der Selbstwert. Und dann würde man vielleicht auch mehr vertrauen, weil man das Gefühl hat, mehr auf Augenhöhe zu sein. Wenn man aber natürlich darauf wartet, dass das passiert, nachdem man das ein paar Mal gesagt hat oder kommuniziert hat, sich überwunden hat und es passiert nicht, dann hat man natürlich nur die Möglichkeit, Konsequenzen daraus zu ziehen oder wieder in die Rolle zu gehen, sich unterzuordnen. Das ist so. Oft ist es so, dass wenn du deinem Partner nicht vertraust, du mit dir selber nicht im Reinen bist und selber mit dir nicht zufrieden bist, weil dann siehst du... Du meinst, es ist schon von ihrer Seite aus so, ja? Natürlich, das ist leider so. Versuche ich ihr halt zu helfen. So. Aber im Großen und Ganzen ist das ganz viel Arbeit, die sie mit sich selbst hat. Sollte ich einfach mehr meinen Kopf ausschalten und einfach sagen, ey, das war jetzt nur Sport, das war jetzt nur, keine Ahnung, ein paar nette Unterhaltungen, da braucht man sich nichts bei denken. So. Also an der Stelle muss ich auch sagen, jeder Mensch hat auch seine Limitierung. Nicht jeder kann super krass empathievoll sein. Nicht jeder hat
die gleichen Stärken. So, jeder hat seine Limitierungen. Es gibt Leute, die sind auch einfach nicht extrovertiert, die sind introvertiert. Also jeder hat auch seine Eigenschaften. Kann also auch einfach sein, dass er das einfach nicht ist. Also wo ich Sandra auf alle Fälle zustimmen kann, natürlich ist es voll gut, wenn man daran arbeitet, irgendwie Grenzen zu ziehen. Aber natürlich in so einer Dynamik, die schon seit 8 Jahren oder so ist, ist es natürlich auch nochmal mehr Arbeit, nochmal eine neue Dynamik reinzubringen. Und ich will ihm jetzt auch gar nichts Böses unterstellen, weil ich glaube wirklich, dass er gute Intentionen hat für diese Beziehung. Er macht ja auch, wie gesagt, nichts, wo er denkt, dass seine Freundin irgendwie damit ein Problem hätte. Aber irgendwie habe ich schon den Eindruck, dass er so ein gewisses Frauenbild hat. Und ich weiß nicht eben, wie er reagieren würde, wenn Laura das dann machen würde und raus würde aus ihrer Rolle, die sie jetzt gerade noch hat. Die aufopfernde Freundin, die alles für ihn tut, die nie irgendwas machen würde, egal wie die Situation ist. Ne? Also es ist so, schalten wir zurück zur Frauenvilla. Und wir kriegen jetzt einen Verführer vorgestellt, einen neuen, der so ein bisschen auf Vivian steht. Frauen werden bei mir schwach, weil ich sie verstehe. Der Frauenversteher. Aber da bin ich doch mal gespannt. Ich bin der Stanko, ich komme aus dem wunderschönen Baden-Württemberg. Nein. Ich bleib den Frauen auf jeden Fall in tiefer Erinnerung. Also ich sag mal so, wären wir im Club, würde ich schon ab und zu mal rüberschauen. Echt? Ja. Vivian ist meine Kleopatra. Ich glaube nicht, dass es deine Kleopatra ist. Und dann gibt es endlich auch mal ein Date für die Frauen in der Frauenvilla, und zwar für Nasrin und Laura. Nasrin! You will help me today with milking. Oh, okay. Oh, nice. Ja, und dann werden wieder Tiere missbraucht fürs Fernsehen. So, I will hold her. Okay. And you go for it. Ja, du hast es geschafft. Ja, ich glaube halt, es ist so normalisiert, einfach Tiere immer wieder auszubeuten in unserer Gesellschaft, dass man das in dem Moment nicht hinterfragt. Und die das kreiert haben, sollten mal überlegen, ob es wirklich notwendig ist, für so eine Show irgendwie Tiere zu melken und denen die Muttermilch zu nehmen. Warum? Warum? Es gibt keinen plausiblen Grund dafür. Auf die Ziegen. Auf die Ziegen. Das haben wir gut gemacht. War sehr schön. War lustig, ja. Der Verführer von Nasrin heißt übrigens Alvin. Und mit Laura auf ein Date geht Daniel, und der wird jetzt uns auch vorgestellt. Ich bin der Daniel, bin 31 Jahre alt. Mein Beruf als Koch, lasse ich nichts anbrennen, dann lasse ich hier erst recht nichts anbrennen. Ich bin der perfekte Verführer, weil ich einfach offener, lockerer Mensch bin und für alles zu haben. Klar. Männer müssen sich in Acht nehmen. Ich kann euch versprechen, es wird wild. Es wird wild, Leute. Das sind halt 8 Jahre, das schmeißt man nicht einfach so hin, ja, für, keine Ahnung, irgendeinen Spaß oder einen Flirt oder so. Und ich liebe es einfach, dass Laura wirklich das gesamte Date anscheinend wirklich nur von ihrer Beziehung spricht. Kein Wunder, dass Phil wirklich zero Angst hat, dass da irgendwas passiert, weil Laura ist ja wirklich 100% loyal. 8 Jahre sind eine lange Zeit. Denk mir da auch schon so an Kinderplanung. Dann auch irgendwann so, irgendwann will man natürlich auch dann den nächsten Schritt gehen sozusagen. Und er so, geil, ich hatte mir das irgendwie anders vorgestellt. Es war auf jeden Fall ein spezielles Date. Doch, ich bin da echt zufrieden. Sehr schön, da können wir auf jeden Fall mal drauf anstoßen. Prost. Geil, ey, haben die da irgendwas gegessen von dieser geilen Gemüse-Obstplatte. Bei Alvin und Nasrin ist, finde ich, eine andere Connection da, aber guck mal selbst. Okay, was ist denn so dein Hintergrundgedanke? Also was erhoffst du dir denn von dem Test? Josh ist halt ein sehr freiheitsliebender Mensch und ist dann vor ein paar Monaten weggezogen nach Österreich. Und es hat halt in unserer Beziehung so ein, ja, es auf so einen kleinen Schatten geworfen, weil mich das halt voll verunsichert hat und ich davor nie unsicher war. Und ich finde es so spannend, weil wenn man mal überlegt, was er hinter Nasrins Rücken gesagt hat, wir wissen genau, was das für eine im Real Life ist. Finde ich super widerlich, wenn man jetzt sieht, was er für eine Show abzieht. So, weil Digi, what the fuck? So, du spielst jetzt vor, wirklich wahrhaftiges Interesse daran zu haben, was bei dir im Beziehungsleben abgeht. Aber eigentlich slut-shamest du sie so on camera hinter ihrem Rücken? Hast du schon mal überlegt, selbst auch hinzuziehen? Oder will er das? Also? Er will das, ja. Aber ich bin halt noch so, ich will jetzt nicht sein Traum leben. Ich habe ja auch einen Traum und ich sehe mich da halt gar nicht. Siehst du dich?
Ich sehe mich am Strand, Erwin. Ich bin Beach Girl. Ich bin kein Berge Girl. Ja, okay. So, da sind wir halt so ein bisschen unterschiedlich, ja. Weißt du? Ich würde halt voll gerne so mit ihm nach Spanien. Wohin? Barcelona. Ohne Joke, jetzt stand bei mir also wirklich zur Auswahl. Ich war so ganz am Anfang erstmal nach Berlin, aber danach gehe ich nach Barcelona. Und krass, danach weil ich habe auch in Berlin gewohnt. Ich, und dann will ich nach Barcelona. Mhm. Ja, cool, aber. Erzähl mir so Barcelona. Sind wir Soulmates? Okay, that was a flirt. Ja, irgendwie finde ich Nasrin und Josh total sus. Ich weiß auch nicht, warum. Das wirkt irgendwie nicht echt. Vielleicht unterstelle ich jetzt auch was Falsches, aber Ja, und willst du so bleiben jetzt? Nein. Sondern? Bei den Männern gibt es jetzt auch ein Date. Und da durften 4 der Herren sich 4 Verführerinnen aussuchen für ein Mal-Workshop, also die dürfen die jetzt malen und die Frauen, die durften großzügigerweise bestimmen, was sie anlassen und was sie ausziehen. Und das wird natürlich jetzt mal direkt geklärt, weil es ist wichtig. Ja, ich ziehe mich bis zum Bikini aus. Dann hast du ja auch weniger zu malen, ist ja leichter, ne? Das stimmt, aber du hilfst mir ja dann auch, natürlich. Ne? Okay, das freut mich, Die Ex-Affäre von Mo und Anastasia, die war nicht so begeistert. Mo und Sandra. Kommen wir zu Josh und der Verführerin Victoria. Was ziehst du eigentlich aus? Nur den Rock oder? Nur mein Röckchen. Perfekt. Ja. Schade, ich dachte, du ziehst jetzt blank. Ja, hier seht ihr ganz kurz mal den Anschnitt von den Kunstwerken, die daraus entstanden sind. Wow! Oder? Unser Date war auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Ich meine, er hat mich als Simpsons-Charakter gemalt. Und in der Frauenvilla kommen Nasrim, Alvin, Laura und Daniel vom Date zurück. Und als die Männer unter sich sind, da droppt Alvin mal, was er wirklich denkt. Bruder, das ist gruselig, wie viele Gemeinsamkeiten und so ein Scheiß wir haben und sowas. Das ist doch positiv. Bruder, das ist scary, Digga. Wir hatten krass deepe Gespräche gehabt auch. Sehr gut, mach weiter, Digga. Also nach so einem Date, ich bin echt gespannt, was heute Abend passiert. Das kann auf jeden Fall gefährlich werden. Also bei den Leuten bei mir halt auch leider alle Alarmglocken, aber ja. Bei den Männern gibt es eine Cowboy-Cow-Girl-Party. Ich will halt wirklich die Vivi zeigen, okay, auch wenn ich besoffen bin, ich kann dir 100% treu sein. Wahnsinn, ja, okay. Da kommen selbst dem Himmel die Tränen. Also manchmal liebe ich ja diese Einspieler, ne? Ja, und ich glaube, Anastasia, bei der wird ja so ein bisschen die Eifersucht hochgekitzelt, weil sie ja nicht beim Date dabei war und jetzt auch schon checkt, ah ja, okay, Mo und Sandra, da ist irgendwie auch was am Anbahnen. Gott, schießt alle einfach Mau ab. Es tut mir wirklich leid. Wie fühlst du dich? Die anderen, die vermissen ihre Freundinnen. Ich habe sie schon krass vermisst, muss man schon auch heute sagen. Ich habe halt einfach ihre Stimme vermisst. Ja, und ich finde das interessant, weil er sagt so in der Sequenz vorher, er will einfach beweisen, dass er treu ist, selbst wenn er besoffen ist. Und dann sagt er... Gucken. Mal gucken. Ja, Leute, wir gucken mal, wie es weitergeht nächste Woche. Auf einmal kam der Temptation-Sound und ich habe einfach gesagt, halt's Maul, weil ich gedacht habe, ich spinne. Ich liebe dich! Kannst du mal gucken, ob da die Ruhe... Ja, die ist dabei. Fick mein Leben, ehrlich. Ich will das nicht. Ja, Leute, ich freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder.